In diesem Video wird es darum gehen, wie man die motorische Entwicklung von Babys fördern kann. Und wir gehen der Frage nach, ab wann ein Baby eigentlich sitzen sollte. Die Antwort auf diese Frage wird Ihrem Kind helfen und Sie als Eltern werden vielleicht überrascht sein. Am Ende des Videos werden Sie mit Ihrem Kind gezielt für die nächsten Entwicklungsschritte üben können. Mein Name ist Kai Stöbesand und ich arbeite seit mehr als 20 Jahren mit Säuglingen und Kindern als Physiotherapeut und als Osteopath. In der Praxis behandeln wir immer wieder eigentlich ganz gesunde Säuglinge, die sich motorisch aber nicht so entwickeln, wie man es von ihnen vielleicht erwarten würde. Und das kann damit zusammenhängen, dass ein Kind schon früh hingesetzt wurde. Gesunde Kinder haben ja ein ganz natürliches Streben danach, den nächsten motorischen Meilenstein zu erreichen. Und für Eltern ist es wohl der ergreifendste Moment, wenn Ihr Kind die ersten freien Schritte macht. Wir wünschen uns doch von Herzen, dass sich unsere Kinder gesund entwickeln. Und viele Eltern möchten ihrem Kind dabei helfen, dass es den nächsten Meilenstein möglichst früh erreicht und besonders ist das beim Sitzen zu beobachten. Die Kinder, die finden das klasse, wenn die hingesetzt werden. Die werden ganz ruhig, zufrieden und wahrscheinlich liegt das daran, dass sie sich einfach gut orientieren können. Sie können sich besser umschauen, können besser Reize aufnehmen. Im Rahmen von einer gesunden Entwicklung sitzen die meisten Kinder ab dem 8. Lebensmonat. Ein Säugling könnte aber auch schon früher lernen, frei zu sitzen. Manche Eltern verwenden dann zum Beispiel Kissen, die ihr Kind halten und schützen, wenn es doch umkippen sollte. Um es gleich vorne wegzunehmen, diese Kinder, die hingesetzt werden und das freie Sitzen gelernt haben, entwickeln sich in der Regel ganz gesund. Aber mindestens zwei Dinge sind daran eher ungünstig. Zum einen, diese Kinder haben dann keine eigene motorische Strategie entwickelt, um vom Liegen selbstständig in den Sitz zu kommen. Die Folge ist bei vielen Kindern dann eine verzögerte motorische Entwicklung. Die meisten, die laufen ja mit 13 Lebensmonaten, aber die, die hingesetzt wurden und sich den Weg dahin nicht selbst erarbeitet haben, laufen häufig erst Monate später. Also das, was Eltern eigentlich gut meinen, wenn sie ihrem Kind das freie Sitzen beibringen, kann dazu führen, dass bildlich gesehen die Handbremse gezogen wird und sich die motorischen Fortschritte verzögern. Eine gewisse Unzufriedenheit kann einem Kind also gut tun, wenn zum Beispiel das Liegen langweilig wird. Diese Unzufriedenheit ist dann wie ein Katalysator, der das Kind eine eigene Strategie entwickeln lässt, wie es von A nach B kommt. Das zweite aber bezieht sich auf die Belastung der Wirbelsäule und auf die muskuläre Kompetenz, die Wirbelsäule zu halten. Es ist natürlich kein Problem, wenn Sie Ihr Kind für eine kurze Zeit zu sich mit an den Tisch setzen oder es auf den Schoß nehmen. Viele Babys streben richtig danach, nach vorne und hoch zu kommen, wenn sie zum Beispiel in so einer Liegeschale sitzen. Nimm ihn doch ruhig auf den Arm. Das ist auch völlig normal. Aber da die früh hingesetzten Kinder in dieser Sitzposition so zufrieden sind, besteht in gewisser Weise die Gefahr, dass die Wirbelsäule über einen zu langen Zeitraum belastet wird. Ich möchte Sie ermutigen, Ihrem Kind für seine motorische Entwicklung Anreize zu geben. Unterstützen Sie Ihr Kind ruhig, helfen Sie ihm gerne, aber nur so viel, dass sich in ihm eine eigene Strategie ausbildet, um den nächsten Entwicklungsmeilenstein selbst zu erreichen. So, wie kann so etwas ganz praktisch aussehen? Mein Kollege, Barry Hoffmann, arbeitet ebenfalls seit Jahren mit Kindern und wird Ihnen jetzt zeigen, wie wir von der Bauchlage in den Sitz kommen. Zunächst einmal beginnen wir hiermit erst einmal in der Bauchlage, beziehungsweise wie jetzt hier mit Ihrem Kind in dem Vierfüßlerstand. Vom Vierfüßlerstand ausgehend kann ich jetzt hier jetzt über das rechte Bein leicht eindrehen und ihn einfach ganz leicht mit dem Schwerpunkt nach hinten bringen. Und schon sitzt Ihr Kind. Wenn ich jetzt wieder nach vorne möchte, kann ich einfach den Schwerpunkt nach vorne verlagern und schon befindet sich Ihr Kind wieder in dem Vierfüßlerstand. Von dem Vierfüßlerstand ausgehend kann ich das Ganze dann einfach nochmal wiederholen. Das heißt, einfach wieder den Schwerpunkt jetzt über das rechte Bein verlagern, damit sich das Kind in den Sitz befindet.
Und genau das Gleiche auch wieder darüber hinaus. So, und gleichzeitig dann auch noch, das auf die andere Seite zu machen, kann ich das Gleiche einfach über die linke Seite in den Sitz führen. Und das Kind sitzt auch wieder. Das Gleiche auch wieder zurück, über das linke Bein nach vorne in den Vierfüßlerstand. Beziehungsweise die Bauchlage. In die Bauchlage. Gäbe es noch eine Idee, die Bauchlage zu trainieren, als Unterstützung? Wir können gleichzeitig die Bauchlage mit diesem Ball hier einmal unterstützen. Das heißt, Sie nehmen Ihr Kind auf solch einen Wasserball, fixieren es hier mit dem Becken auf diesen Wasserball, geben einen leichten Druck hier an das Becken, damit das Kind so ganz weit nach oben kommt. Am besten ist dabei Ihr Partner einmal da vorne, um einfach eine Bezugsperson darzustellen. So. Es fällt den Kindern einfach leichter, auch in Bauchlage den Kopf zu halten, gerade wenn die Kinder jünger sind, weil man durch dieses Liegen auf dem Ball stufenlos die Kinder mehr in die aufrechte Position bringen kann. Man kann dann noch über die Hand ein Stück weit lenken, dass der Kopf sich mehr nach rechts oder nach links hin auch orientiert. Und ein Stück weit ist es gerade im Sommer auch ein toller Trick oder als Tipp für Sie gedacht, dass wenn Sie einen Kinderwagen haben mit einer Liegeschale, dass Sie vielleicht den Kinderwagen so ausrichten, dass das Verdeck sich zu Ihnen hin als Elternteil befindet und der Kinderwagen die Liegeschale mit Handtuchrollen oder mit einer Handtuchfläche ausstaffiert wird, dass das Kind so hoch positioniert wird, etwas in aufrechter Position, dass es vorne über die Kante des Kinderwagens hinausschauen kann. Wenn ein Kind üblicherweise vielleicht nur 3 Minuten es schafft, die Bauchlage zu halten, ohne groß sich zu beschweren oder zu protestieren, dann kann ein Kind plötzlich so im Kinderwagen liegen, circa 20, 25 Minuten die Bauchlage halten und ist völlig begeistert, was da vor ihm passiert. Jetzt sind Sie dran. Trauen Sie sich, das umzusetzen, was Sie hier in diesem Video gelernt haben. Und halten Sie den Moment aus, den Ihr gesundes Kind braucht, um eine eigene Strategie zu entwickeln. Wir hoffen, dass dieses Video für Sie hilfreich war. Dann teilen Sie doch Ihre Erfahrungen mit anderen Eltern. Oder schreiben Sie Ihre Erlebnisse hier in die Kommentare. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat und Sie noch mehr lernen möchten, wie Sie die gesunde Entwicklung Ihres Kindes unterstützen können, dann abonnieren Sie diesen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem Kind, an diesem Geschenk Gottes und an seiner gesunden Entwicklung.